Ich möchte nur noch beim Hochsetzsteller bzw. Aufwärtswandler diese Mittelwertanalyse durchführen, die wir schon beim Tiefsetzsteller gemacht haben. Das heißt, wir wollen uns auch hier anschauen, wie können wir die Spannungsübertragungsfunktion ableiten und auch den Mittelwert des Stroms durch die Induktivität. Das heißt, der Ausgangspunkt wird jetzt hier sein, wieder die Schaltung des Hochsetzstellers mit der Induktivität am Eingang, dem Schalter nach Masse, der Diode zum Ausgang hin, im Ausgangskondensator und einem Lastwiderstand. Und jetzt wird es wieder das Ziel sein. Wir haben die Eingangsspannung UE vorgegeben. Wir haben die Ausgangsspannung UA und führen jetzt hier zunächst die Mittelwerte wieder ein. Das heißt, ich sage, diese Spannung UA ist gleichzeitig UC Mittel, die mittlere Spannung an diesem Ausgangskondensator. Und ich sage, der Strom durch die Induktivität hat keine Welligkeit, sei jetzt auch bloß IL Mittel, den wir hier haben. Und mit diesen Werten wollen wir jetzt andere Werte in dieser Schaltung bestimmen. Das heißt, was uns tatsächlich interessieren wird wieder, ist die Spannung an der Induktivität in den beiden Schaltzuständen, die Spannung UL und der Strom IC, der durch den Kondensator fließt. Wir werden also für beide Schaltzustände jeweils ermitteln, wie diese Größen sind. Spannung an der Induktivität, Strom durch den Kondensator, werden dann das Spannungszeitflächengleichgewicht auswerten. Mit der Auswertung des Spannungszeitflächengleichgewichtes kriegen wir dann die Spannungsübertragungsfunktion oder die Abhängigkeit des Mittelwerts der Kondensatorspannung von der Eingangsspannung und dem Tastverhältnis. Und mit dem Stromzeitflächengleichgewicht für den Kondensator werden wir dann rauskriegen den Mittelwert des Stromes durch die Induktivität. Das heißt, fangen wir an. Die beiden Schaltzustände, wenn wir in diesem kontinuierlichen Betriebsmodus sind, das heißt, dass der Strom in der Induktivität nie zu Null wird, dann haben wir den ersten Zustand, wo der Schalter ein ist und die Diode aus. Das heißt, ich habe hier die Induktivität über den Schalter an die Eingangsspannung gelegt. Hier dann eine Unterbrechung, weil die Diode geöffnet ist. Und am Ausgang muss der Kondensator in diesem Zeitintervall die Last versorgen. Das heißt, hier fließt der Strom aus dem Kondensator in die Last, um das zu versorgen. Wir haben keine Verbindung zwischen Ein- und Ausgang hier. Und jetzt können wir einmalen auch schon, wie die Spannungen und Ströme sind an dieser Stelle. Das heißt, fangen wir zunächst an mit dem Strom im Kondensator. Ich schaue jetzt an, wie groß ist dieser Strom IC1. Tatsächlich können wir den ermitteln jetzt über die Mittelwerte. Ich sage, die Ausgangsspannung UA ist hier UC Mittel. Dann wissen wir, hier fließt ein Strom, der Ausgangsstrom, in den Lastwiderstand. Diesen Strom kann ich über das Ohmsche Gesetz bestimmen, UC Mittel durch R Last bzw. UA durch R Last. Und wenn wir das dann hier betrachten, kann ich sagen, okay, tatsächlich IC1 muss sein minus diesen Ausgangsstrom, weil die Bezugsfälle in unterschiedliche Richtungen hier sind. Habe ich also minus UC Mittel durch R Last oder minus UA durch R Last, je nachdem, ob ich jetzt UC Mittel oder UA nehme als Wert. Und hier vorne wollen wir uns jetzt angucken, die Spannung an der Induktivität. Das heißt, was uns interessiert, ist hier diese Spannung UL1. Tatsächlich über dem eingeschalteten Schalter, wenn der ideal ist, werden wir keinen Spannungsabfall kriegen. Ich kriege hier einen Spannungsabfall von 0 Volt und damit wird die Spannung UL1 hier, wenn die Maschenregel auswerten, gleich UE sein. Und damit haben wir jetzt in diesem ersten Zustand die Werte bestimmt für die Spannung an der Induktivität und den Strom durch den Kondensator. Was wir nachher noch brauchen bei der Auswertung des Spannungszeitflächengleichgewichts und des Stromzeitflächengleichgewichts, ist noch die Dauer des Intervalls. Tatsächlich wissen wir hier, der Schalter wird pulsweitenmoduliert angesteuert werden. Dann ist die Dauer hier, die Einschaltzeit des Schalters T1 ist gleich D mal T, das Verhältnis mal die Periodendauer. Gut, schauen wir den zweiten Zustand an. Im zweiten Zustand, wenn wir im kontinuierlichen Betrieb sind, ist der Schalter ausgeschaltet und die Diode eingeschaltet. Da der Strom in der Induktivität nie zu Null wird, wird während des gesamten restlichen Verlaufes hier die Diode leitend sein. Können wir also auch wieder aufmalen. Ich habe die Eingangsspannung, die Induktivität und jetzt den Stromfluss über die leitende Diode zum Ausgang hin. Das heißt, in diesem zweiten Intervall wird jetzt Energie in den Ausgangskondensator reingeliefert. Die Energie, die nötig ist, um sozusagen diesen Kondensator wieder aufzuladen, weil er sich in der vorherigen Phase entladen hat, und ein Teil zusätzliche Energie, um den Lastwiderstand zu versorgen. Dann können wir auch hier wieder die Spannung einmalen. Ich nenne das jetzt hier UA, ist wieder natürlich UC Mittel.
Und wir haben hier den Schalter als Unterbrechung, deswegen wieder gestrichelt dargestellt. Und jetzt wollen wir uns auch hier angucken, okay, wie sehen jetzt die Spannung an der Induktivität aus und der Strom durch den Kondensator. Das heißt hier die Spannung UL2 an der Induktivität. Was wird das sein, wenn wir die Eingangsspannung einmalen und hier die Maschenregel auswerten, sehen wir hier, okay, tatsächlich an der Induktivität fällt eine Spannung ab, die die Differenz ist aus Eingangsspannung minus Ausgangsspannung. Das heißt hier UE ist gleich UL2 plus UA oder aufgelöst nach UL2. UL2 ist UE minus UA in diesem Schaltzustand. Für den Strom durch den Kondensator müssen wir jetzt den Knoten hier oben betrachten. Tatsächlich haben wir ja hier den Strom durch die Induktivität IL Mittel. Dieser fließt natürlich auch zu diesem Knoten hin. Und wir sehen hier, der Strom, der in den Kondensator reinfließt, wird natürlich in dieselbe Richtung fließen, wie wir den Spannungsbezugsfall definiert haben. Weil die Spannung am Kondensator gleich der Ausgangsspannung ist, ist auch dieser Spannungsbezugsfall hier in diese Richtung von oben nach unten gerichtet. Also auch der Stromflusspfad in diese Richtung. In den Ausgang fließt weiterhin der Ausgangsstrom IA rein. Der wird wieder gleich sein UC Mittel bzw. UA durch R. Und dann muss ich hier die Knotengleichung auswerten, um den Strom IC2 zu bestimmen. Und dann sehen wir, der Strom IL fließt zu, der Strom IA und der Strom IC2 fließen ab. Also muss hier gelten, IC2 ist IA minus, IL minus IA. Das heißt IL Mittel minus IA. Oder wenn wir es ersetzen, IC2 ist IL Mittel minus UC Mittel durch R Last wie vorher auch. Und das zweite Intervall hat jetzt die Dauer T aus, was wir uns abgeleitet hatten, was 1 minus D mal T ist, wenn wir es übers Tastverhältnis und die Periodendauer ausdrücken wollen. Jetzt wollen wir dann das Spannungs- und Stromzeitflächengleichgewicht auswerten. Das heißt, ausgehend von diesen Zuständen fangen wir zunächst an mit dem Spannungszeitflächengleichgewicht. Was haben wir? Der Ansatz war, wir sagen, wir haben hier konstante, abschnittsweise konstante Werte. Also können wir das Integral einfach durch Produkte ersetzen. Das heißt, wir kriegen hier rein Zeitdauer d mal t mal UL1. Plus 1 minus d mal t mal UL2 ist gleich 0. Das war die Aussage. Das Spannungszeitflächengleichgewicht, die mittlere Spannung an einer Induktivität, ist 0 im stationären Zustand. Und dann sehen wir, wir können hier als erstes das t kürzen. Und jetzt setzen wir die Werte UL1 und UL2 ein. Das heißt hier UL1 ist gleich UE. Ich kriege für den ersten Term d mal UE raus. Plus 1 minus d. Und wir sehen hier UL2 ist UE minus UA. Haben wir also UE minus UA oder UE minus UC Mittel. Achtung, wenn wir natürlich jetzt Verluste haben in der Schaltung, zum Beispiel Ersatzserienwiderstand, dann gilt nicht mehr UC Mittel ist gleich UA, sondern würden wir hier eine Gleichung aufstellen für die mittlere Spannung am Kondensator und nicht direkt für die Ausgangsspannung UA. Die würden wir dann anders errechnen. Und dann haben wir jetzt hier D mal UE plus 1 minus D mal UE minus UA ist gleich 0. Jetzt fassen wir das mal zusammen, weil wir wollen ja die Spannungsübertragungsfunktion, also den Quotienten UA und UE bestimmen, UA zu UE bestimmen. Das heißt, wir werden jetzt hier die Terme ausklammern, die jeweils nur von UE abhängen und die von UA abhängen. Das heißt, als erstes machen wir hier UE, klammern wir aus, aus dem ersten kriegen wir einmal D, dem zweiten haben wir 1 minus D plus 1 minus D, dann sehen wir schon, okay, D plus 1 minus D, können wir das D kürzen, haben wir UE mal 1 stehen und im zweiten Term bleibt dann übrig plus minus UA mal 1 minus D ist gleich 0. Und das hier ist jetzt äquivalent zu der Darstellung, wenn wir das auf die andere Seite rüberbringen, UE ist gleich 1 minus D mal UA. Und jetzt können wir auflösen nach dem Quotienten UA zu UE, das heißt UA zu UE. Das Auflösen ist 1 durch 1 minus D. Und das ist die gesuchte Spannungsübertragungsfunktion des Hochsatzstellers, die wir schon angeschrieben hatten, die jetzt auch hier, Achtung, nur vom Tastverhältnis abhängig ist, wenn wir eine verlustlose Schaltung haben und in diesem Betriebsmodus mit nicht lückendem Strom in der Induktivität sind. Das heißt hier, M ist nur eine Funktion von D. Wir können also wieder über das Tastverhältnis die Ausgangsspannung steuern. Jetzt schauen wir als zweites das Stromzeitflächengleichgewicht an, um den Mittelwert des Stroms durch die Induktivität zu bestimmen. Auch wieder ausdrücken durch die anderen Mittelwerte. Das heißt, hier wird der Ansatz sein ähnlich wie dort oben. Weil wir abschnittsweise konstante Ströme angenommen haben, die Welligkeit vernachlässigt in diesem Mittelwertmodell, kann ich dieses Integrale, die für die Auswertung des Stromzeitflächengleichgewichts zu berechnen sind, einfach ersetzen durch das Produkt aus Zeitdauer mit dem abschnittsweise konstanten Wert. Kriege ich also hier d mal t mal IC1 plus 1 minus d mal t mal IC2 ist gleich 0.
Das T können wir wieder kürzen. Und jetzt setzen wir hier die Werte für IC1 und IC2 ein. Sehen wir, im ersten Schaltzustand IC1 ist minus UC Mittel durch RL oder minus UA durch RL. Im zweiten Schaltzustand ist IC2 gleich IL Mittel minus UC durch RL. Wir bestimmen jetzt also den Strom IL aus diesen beiden Gleichungen eigentlich. Das ist das, was wir machen werden, in Abhängigkeit von diesem anderen Mittelwert. Also nehmen wir die Gleichung, die hier UC Mittel drin haben, setzen das ein. Haben wir also hier D mal minus UC Mittel durch RL und im zweiten 1 minus D mal IL Mittel minus UC Mittel durch RL. Und jetzt können wir genauso zusammenfassen wie hier oben beim UT-Gleichgewicht. Wir klammern jetzt auch hier aus. Und zwar einerseits die Terme, die hier dieses minus UC Mittel durch RL haben, minus UC Mittel durch RL mal D von diesem ersten und hier mal 1 minus D von dem zweiten plus 1 minus D. Wir sehen auch hier, ich kann wieder das D kürzen und wir kriegen einen zweiten Term plus IL Mittel mal 1 minus D. Und jetzt können wir hier auch wiederum auflösen nach IL Mittel. Das heißt, ich kann jetzt sagen, IL Mittel ist, wenn wir minus UC Mittel durch RL auf die andere Seite rüberbringen, durch addieren und durch 1 minus D teilen, ist UC Mittel durch RL mal 1 durch 1 minus D. Und tatsächlich können wir das jetzt auf zwei Arten darstellen. Und zwar einerseits kann ich jetzt sagen, okay, hier UC Mittel ist das gleiche wie die Ausgangsspannung. Das heißt, ich kann sagen, IL Mittel ist UA durch RL mal 1 durch 1 minus D, aber UA durch RL ist ja nichts anderes als der Ausgangsstrom auf Systemebene betrachtet, ist also hier IA mal 1 durch 1 minus D. Ich kann aber auch umgekehrt sagen, tatsächlich IL Mittel muss gleich IE sein. Warum kann ich das sagen? Betrachten wir diesen Ausdruck hier, dann sehen wir, IA mal 1 durch 1 minus D ist genau das, was wir erwarten würden, wenn wir jetzt beim verlustlosen DC-DC-Wandler auf Systemebene diese Stromübertragungsfunktion berechnen wollen. Das heißt nur kurz als Einschub, wir hatten ja gesagt, verlustloser Wandler M mal MI muss gleich 1 sein, weil wir hier das Produkt haben UA zu UE mal IA durch IE. Das heißt, bei verlustlosen Wandler müsste das 1 sein. Das heißt aber hier, dass MI, wenn wir es auflösen, 1 durch M ist. Das heißt, der Kehrwert von diesem Spannungsübertragungsverhältnis. Und jetzt sehen wir hier, ich habe IA mal 1 durch 1 minus D. Wenn ich jetzt sage, MI ist IA zu IE, dann kann ich das ja auflösen nach IE. Ne? Kann ich sagen hier tatsächlich, sagen IA zu IE ist gleich MI oder IE mal MI ist gleich IA. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich, IE mal 1 durch M muss das gleiche sein wie IA oder IE ist das gleiche wie IA mal M. Und jetzt betrachten wir Folgendes. Tatsächlich hier steht ja unser Faktor M. Jetzt kann ich also sagen, okay, wenn das an dieser Stelle M mal IA ist, muss nach dieser Herleitung das, was auf der linken Seite steht, der Strom IL Mittel gleich IE sein. Aber das ist auch offensichtlich. Das heißt, wir können das hier jetzt eigentlich rauslöschen, weil die Induktivität beim Hochsetzsteller am Eingang ist. Das heißt tatsächlich, der Strom, der mittlere auf Systemebene betrachtet, IE, ist gleich dem Mittelwert des Stromes durch die Induktivität. Und deswegen können wir zwei Gleichungen ableiten für IL. Entweder IL ist gleich IE oder IL ist IA mal 1 durch 1 minus D für den verlustlosen Hochsetzsteller. Ich möchte jetzt kurz noch ein paar Dinge sagen zu dieser Spannungsübertragungsfunktion UA zu UE, die wir gerade abgeleitet hatten. Das heißt, tatsächlich haben wir gesehen, die Spannungsübertragungsfunktion M ist gleich 1 durch 1 minus D beim Hochsetzsteller im kontinuierlichen Betriebsmodus, wenn wir keine Verluste haben. Das heißt, wir können mal kurz überlegen, welche Maximal- und Minimalwerte wir hier kriegen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, ich setze das ein, hier M gleich 1 durch 1 minus D, dann kann ich sagen, okay, D ist im Bereich 0 bis 1. Wenn D gegen 0 geht, kriegen wir M ist gleich 1 durch 1 gleich 1. Das heißt, UA ist gleich UE für ein Tastverhältnis von 0. Die kleinste Spannung, die der Hochsetzsteller abgeben kann, ist die Eingangsspannung. Das heißt, hier in diesem Fall ist UA gleich UE. Für Tastverhältnis von 0 beginnt er sozusagen damit, dass die Ausgangsspannung gleich der Eingangsspannung ist. Und jetzt sehen wir, der zweite Extremfall ist, wenn D gegen 1 geht.
Ich kann entweder voll ausschalten oder voll einschalten. Was kriege ich dann? Dann haben wir m ist gleich 1 durch 1 minus 0. Und das strebt jetzt hier mal so gegen unendlich. Das heißt, unsere Ausgangsspannung wird genauso gegen unendlich streben. Und das ist das, was wir hier sehen. Das heißt, für sehr, sehr großes Tastverhältnis müsste jetzt die Ausgangsspannung des Hochsetzstellers gegen unendlich streben. Und das sagt uns schon die Vorstellung, das kann nicht funktionieren an dieser Stelle. Warum? Jetzt überlegen wir mal. D gegen 1. Ich kann tatsächlich nicht nur D gegen 1 gehen lassen bei einer realen Schaltung, sondern ich kann D gleich 1 einstellen. Was bedeutet das? Der Schalter beim Hochsetzsteller ist dauerhaft eingeschaltet. Wenn der aber dauerhaft eingeschaltet ist, wird zwar Energie in der Induktivität gespeichert, aber nie Energie zum Ausgang übertragen. Das heißt, tatsächlich bei der realen Schaltung müssen wir eine gewisse Ausschaltzeit haben, damit Energie zum Ausgang geliefert werden kann. Schauen wir uns das nochmal an, anhand von dem, was wir jetzt bei dieser Mittelwertanalyse benutzt hatten. Wir hatten ja gesagt, in dieser ersten Phase wird die Eingangsspannung an die Induktivität angelegt und hier wird Energie gespeichert. Und wenn ich jetzt dauerhaft einschalte, dann wird sich natürlich hier der Kondensator auf Null entladen. Das heißt, bei der realen Schaltung werden wir eine Ausgangsspannung beim Hochsetzsteller kriegen, die gleich 0 ist, wenn das Tastverhältnis D gleich 1 ist. Deswegen diese Spannungsübertragungsfunktion hier ist bloß eine Näherung für verlustlose Schaltung und entsprechend kann ich nicht den Wert D gleich 1 dort einsetzen und erwarten, dass ich diesen Wert rauskriege. Ich brauche diese Ausschaltphase, um Energie zum Ausgang zu übertragen. Das ist das Erste, was wir gesehen haben. Das heißt, tatsächlich werden wir sehen, bei der realen Schaltung wird jetzt hier für D gegen 1 die Spannung zu 0 werden. Das Nächste ist, dass tatsächlich ein Hochsetzsteller, kann man ableiten, wenn man das Mittelwertmodell mit Verlusten betrachtet, keine beliebig hohen Spannungen erzeugen kann. Selbst eine Spannung, die 10-mal so groß ist wie die Eingangsspannung oder so, ist oftmals schwierig zu erreichen, wenn wir nicht sehr, sehr gute Komponenten haben. Das heißt, letztlich die Verluste begrenzen die maximal mögliche Spannung, die wir bei diesem Hochsetzsteller kriegen können. Das heißt, real werden wir Folgendes feststellen. Bei einem realen Hochsetzsteller werden wir eine Übertragungsfunktion haben, die zwar sozusagen asymptotisch gegen den Wert strebt von dieser Übertragungsfunktion 1 durch 1 minus d für kleine Tastverhältnisse, aber dann einen Unterschied hat bei großen Tastverhältnissen. Wir kriegen hier ein Maximum in dem Verlauf und danach nimmt jetzt hier das Verhältnis UA zu UE wieder ab. Das hat jetzt ein paar Konsequenzen. Und zwar zum einen, wenn wir hier schauen, ich nehme zum Beispiel an, ich möchte die Ausgangsspannung 2 UE erzeugen. Das heißt, wir sind hier und ich möchte die zweifache Ausgangsspannung erzeugen. Dann sagt uns die ideale Gleichung, ich muss ein Tastverhältnis von 0,5 einstellen. Ideal. Bei dem realen Wandler sehen wir aber, ich muss hier an der Stelle ein Tastverhältnis von 0,6 einstellen. Warum das? Tatsächlich muss ich, wenn Verluste auftreten, ja mehr Energie von der Quelle aufnehmen und damit muss der Schalter sozusagen länger eingeschaltet bleiben. Um die Verluste aufbringen zu können, müssen wir mehr Energie vom Eingang aufnehmen, als wir am Ausgang abgeben. Das heißt, das Tastverhältnis wird größer sein, als diese ideale Gleichung es voraussagt. Das ist das Erste, was passieren wird. Das gilt aber eigentlich für alle DC-DC-Wandler. Das ist auch beim Tiefsetzsteller so. Das heißt, auch dort werden wir länger einschalten müssen, größeres Tastverhältnis haben, wenn wir Verluste haben. Dann sehen wir, die Maximalspannung ist begrenzt bei der realen Schaltung. Hier ist es jetzt vielleicht stark übertrieben. Das heißt tatsächlich, dass wir einen Hochsetzsteller, der sehr, sehr hohe Verluste hat, wenn wir nur die zweieinhalbfache Eingangsspannung als Ausgangsspannung erreichen könnten. Aber das prinzipielle Verhalten ist ähnlich. Wir kriegen hier dieses Maximum. Das bedeutet aber auch, dass nur diesen Bereich nutzen können. Das heißt, nur dieser Bereich bis zum maximalen Tastverhältnis 0,8 ist nutzbar. Danach nimmt jetzt hier die Spannung ab, wenn wir das Tastverhältnis wieder erhöhen. Das heißt, ich muss eine Tastverhältnisbegrenzung haben, sonst komme ich in einen instabilen Arbeitsbereich. Wie kann man das erklären? Die Ursache dafür ist, dass wir sozusagen ein anderes Steuergesetz dann letztlich haben, um eine höhere Ausgangsspannung zu kriegen. Für kleine Tastverhältnisse, kleiner als dieser Maximalwert, sagt uns sozusagen diese Funktion beim realen Wandler, erhöhe das Tastverhältnis, um eine höhere Ausgangsspannung zu kriegen. Das heißt, ein Regelverstärker muss, um eine höhere Ausgangsspannung zu kriegen, ein größeres Signal an seinem Ausgang erzeugen. Wenn wir über diesen Punkt aber hinaus sind, bedeutet höhere Ausgangsspannung eine
Reduzierung des Tastverhältnisses. Das heißt, das Vorzeichen hat sich getauscht und wenn wir dort einen normalen linearen Regler ausgelegt haben, bedeutet das, dass aus einer Gegenkopplung eine Mitkopplung geworden ist und dann wird das System instabil. Das heißt, wenn wir über diesen Punkt hinauskommen mit dem Tastverhältnis und haben das normale Steuergesetz, was sagt, okay, erhöhe das Tastverhältnis, um eine höhere Ausgangsspannung zu kriegen, laufen wir automatisch in diesen Punkt rein und der Schalter wird komplett eingeschaltet und wir können überhaupt keine Ausgangsspannung mehr regeln. Deswegen, Achtung, Hochsetzsteller, wenn man dort das System auslegt, muss man eine Tastverhältnisbegrenzung haben. Es macht keinen Sinn, einen Hochsetzsteller so zu betreiben, dass ein maximales Tastverhältnis von D gleich 1 auftreten kann, sondern man sollte das so machen, dass man dort eine Tastverhältnisbegrenzung hat. Wo die jetzt auftritt, hängt davon ab, wie groß die Verluste sind, aber so größenordnungsmäßig irgendwie um die 90% herum Tastverhältnis. Mehr ist nicht sinnvoll beim Hochsetzsteller. Das heißt, wir haben sozusagen auch das Problem, wir hätten sozusagen zwei Arbeitspunkte hier, wo wir dieselbe Ausgangsspannung kriegen.